Ja, hallo, ich bin der Vari und ich lese hier gerade ein paar Neuigkeiten. Auf den Spuren des Dachses Teil 4. Wollt ihr euch das mit angucken? Na, dann kommt mal ein Stückchen näher ran. Ah, noch ein kleines Stückchen. So. Also, dann guckt mit rein. Man hat im dritten Teil, hat man wunderschön gesehen, wie der Dachs seinen Inhalt des Baus herausträgt und weitergräbt. Leider war diese Wildkamera, die das so dicht aufgenommen hat, nicht besonders gut und hatte ständig Schwierigkeiten mit der Umgebungstemperatur und die Beleuchtung fing dann auch an zu schwanken. Aber man hat es erkannt, das ist die Hauptsache. Ich habe mittlerweile weitere Dachsbaugrabspuren gefunden an älteren Dachsbaueingängen, die ich für unbenutzt hielt. Habe ich heute frische Grabspuren gefunden und werde die Kameras ein bisschen mehr großräumiger verteilen. Ich habe jetzt hier an die, naja, ich würde sagen, 30 Eingänge gefunden. Ich werde irgendwie mal mir mal Klebeband mitbringen und an den Bäumchen, die in der Nähe von so einem Eingang sind, einfach mal ein kleines Klebestreifen ranmachen und nummerieren. Genau, das werde ich mal demnächst machen. Das kommt dann im fünften Teil. Dann zählen wir die einfach mal, wie viele Eingänge das hier einfach eigentlich sind in diesem Umkreis. Das sind vielleicht 100 Quadratmeter hier. Und auf so einen engen Raum, das kann nur ein Clan sein, der sich auch ziemlich gut leiden kann. Revierkämpfe dürfte es in so einem kleinen Gebiet nicht geben. Ich hänge die Aufnahmen natürlich wieder hinten ran.
Die Aufnahmen habt ihr ja gesehen. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Ich hoffe doch, dass ihr auch gespannt seid auf die nächsten Aufnahmen. Die werden nämlich jetzt immer besser und immer spannender, weil jetzt kommt langsam die Zeit, wo die Jungen den Bau auch verlassen können. Ich werde die Kameras jetzt nicht mehr so oft besuchen. Ich habe die früher jede Woche, jedes Wochenende besucht und werde die jetzt nur in einem Abstand von vielleicht 3 oder 4 Wochen aufsuchen, um die Batterien zu wechseln, um die Speicherkarte zu tauschen, damit sich die Alten nicht so bedroht fühlen von mir. Die wissen ja, dass ich hier rumlaufe und ständig was hinhänge. Die merken das, die riechen das, die spüren das, sie hören auch, wenn ich hier oben rede und rumlaufe, dass hier oben einer sowas macht. Das gefällt ihm natürlich nicht. Aber ich denke mal, über diesen langen Zeitraum hinweg merkt der, dass ich ihm dem auch nichts Böses tun will. Und wenn die Alte dann rauskommt, schnuppert und feststellt, da hängen schon wieder 5 Kameras. Aber die hängen schon seit 6 Monaten da und der macht die immer wieder auf und zu und macht da irgendwas dran, aber schadet mir ja nichts, tut mir ja nichts. Dann können meine Kleinen auch hochkommen, raus, los, spielen. Nehmt euch euer Stöckchen, rennt damit rum, quietscht rum, pfeift und bellt oder was weiß ich. Ich hoffe doch, dass man das sehen und hören kann. Dann wird es bestimmt schöne Aufnahmen weiterhin geben. Das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Steckt euch nicht an. Jetzt kommt die Zeit der Masken. Und wenn man dann einkaufen geht und mit der Bahn fährt, geht das ab sofort nur noch vermummt. So, nun stirbt zu lernen. Man sagte mal, Dachs. Ach so, das habe ich ja jetzt andersrum geschnitten mit der Zeitung. Genau, rein Aufnahmen, so.